Bitcoin leicht im Korrekturmodus. Ein Grund zur Sorge oder ein Grund zum Nachkaufen? Genau das klären wir im heutigen Video. Viel Spaß damit. Hallo und herzlich willkommen YouTube zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und im heutigen Video sprechen wir aktuell über den Bitcoin. Er ist hier nun mal eben noch in einer kritischen Phase. Auch wenn wir momentan alles auf Bullish sehen, sehen wir immer mal wieder kleinere Pullbacks. Diese Pullbacks sind aber auch komplett nachvollziehbar, worüber wir im heutigen Video sprechen werden. Wir schauen uns nicht nur die On-Chain-Daten an, sondern auch explizit den Kurs, um herauszufinden, auf was der Bitcoin eventuell zurückfallen könnte und was hierbei noch gesund wäre. Falls Sie diese Themen und das Video gefällt, dann würde ich mich super stark über eine Bewertung und einen Kommentar freuen. Gerne kannst du natürlich auch diesen Kanal kostenfrei abonnieren, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Nutze super gerne die Zeitstempel, um dir nur die Passagen anzuschauen, die dich wirklich interessieren, um so viel Zeit wie nur möglich zu sparen. Reden wir auch nicht länger um den heißen Brei, sondern springen direkt auf die erste Folie. Ja, hier sehen wir schon, dass der Bitcoin momentan etwas am Struggeln ist. Es ist auch absolut nachvollziehbar, denn die 58.000 US-Dollar, an denen er gekratzt hat, sind hierbei eine signifikante Widerstandszone. Etwas extrem Positives an dieser Marktmetrik ist definitiv, dass sich unser Fear and Greed Index etwas erholt. So stehen wir momentan wieder in Anführungsstrichen nur bei Greed. Dazu sollte man sagen, dass der Fear and Greed Index sich ja erst auf den Tag davor bezieht. Das heißt, gestern war die Marktstimmung bei Greed und heute wird sie wahrscheinlich sogar noch etwas unter 70 sein. Das werden wir selbstverständlich dann morgen im Fear and Greed Index sehen. Das besonders Positive ist folgendes, und zwar haben wir am gestern bzw. vorgestern dann eben hier eine extreme Greed gesehen. Die waren zwar mit 78 noch nicht extrem hoch, trotzdem ist es sehr gut, wenn der Bitcoin sich hier immer mal wieder etwas erholt, gerade natürlich auch im Fear and Greed Index, damit die allgemeinen Investoren nicht zu greedy werden und eine nicht zu euphorische Marktstimmung entsteht, denn die wollen wir erst am Ende unseres Bullruns sehen, kurz bevor es dann zum Zusammenbruch kommt. Diese Abverkäufe sind auch absolut nachvollziehbar. Ich habe euch bereits vor einigen Tagen gesagt, dass auch einige Wale zum jetzigen Zeitpunkt anfangen, leicht ihre Bitcoins abzustoßen. Wir reden hierbei von nur wenigen Prozenten. Trotzdem sind sie natürlich signifikant, wenn diese Wale hier mehrere Millionen und Milliarden in Bitcoin-Werten in ihren Portfolios haben. Anhand der Grafik hier im Hintergrund seht ihr, dass ca. 92% aller Investoren zum lokalen Top hierbei im Plus waren. Daher sind einige Gewinnmitnahmen absolut nachvollziehbar. Gerade natürlich große Investoren sichern hier immer wieder kleinere Gewinne ab, um auf Nummer sicher zu sein. Eine Sache, über die wir bereits vor einigen Tagen gesprochen haben, sind hierbei die Long-Positionen bzw. die Long-gehebelten Positionen. Ganz einfach erklärt, hierbei setzen Investoren auf einen steigenden Kurs und das am besten noch mit einem Hebel. So kann man beispielsweise sagen, okay, ich setze jetzt eine gewisse Summe auf den Bitcoin, in das dieser im Wert steigt und mit einem Hebel multipliziert sich quasi noch der eigene Profit. Das Negative ist daran, dass wenn der Bitcoin sich dann nach unten korrigiert, diese Long-Position liquidiert werden und hier automatische Verkäufe stattfinden. Das kann natürlich in einem großen Volumen extrem negativ für den Bitcoin werden. So sehen wir in fast jedem stärkeren Crash diese Liquidation, die ich auch immer wieder anspreche, die dann für einen wahren Kaskadeneffekt sorgen, sodass der Bitcoin noch schneller und noch stärker zusammenbricht. Das passiert dann teilweise in nur wenigen Minuten, funktioniert natürlich in beide Richtungen, das heißt in den positiven Bereich und in den negativen Bereich. Daher sind signifikante Ausreißer in die jeweiligen Bereiche teilweise extrem ungesund. Momentan sieht man halt eine leichte Korrektur im Markt. Einige dieser Long-Positionen, die hier zu euphorisch bzw. mit einem zu großen Hebel angesetzt werden, wurden liquidiert, was meiner Meinung nach extrem positiv ist. Denn je weniger Longen, also positiven Hebel wir hier am Markt haben, desto geringer ist das Risiko halt auch für einen Flash-Crash. Die Daten von CryptoQuant zeigen, steigt tatsächlich sogar noch die Bitcoin-Akkumulation. Der Bitcoin Netflow Indicator zeigt hierbei die Nettoanzahl der Coins, die in die Wallets aller Börsen ein- oder ausgezahlt werden. Wenn der Wert negativ ist, dann heißt es ganz einfach, dass eine größere Menge Bitcoin von den Börsen abfließt, als hinzukommt. Positive Werte deuten dann dementsprechend darauf hin, dass mehr Bitcoin auf die Börsen fließt. Natürlich kann man hier auch die aktuellen Markttrends so ein bisschen heraussehen. Ist beispielsweise der Wert über einen längeren Zeithorizont negativ, bedeutet das, dass wir im allgemeinen Markt einen Kaufdruck verspüren, sodass sich die Anleger offensichtlich für diese Kryptowährung entscheiden und sich dafür entscheiden, diese länger zu halten. Obwohl wir tatsächlich einige Zuflüsse haben, ist das Overall Sentiment noch recht positiv. So haben wir beispielsweise vorgestern über 7000 Bitcoins von den Börsen im Schnitt abfließen sehen. Ein anderer relativ interessanter Indikator
der uns hierbei die allgemeine Marktstimmung so ein bisschen zeigt, sind hierbei die Stablecoins auf den Börsen. Es sieht momentan so aus, als ob sehr viele Stablecoins zu den Börsen fließen. Das weist darauf hin, dass sich die Anleger möglicherweise darauf vorbereiten, hier in den Markt zu investieren. Stablecoins sind ja hierbei quasi am Fiat-Geld gebunden. Somit legen die Anleger und Investoren momentan ihr Fiat-Geld bzw. ihre Stablecoins bereit, um zum richtigen Zeitpunkt in den Markt mit einzusteigen. Es kann natürlich sein, dass die Investoren hier eventuell auf einige Preisziele warten, auf die wir später noch zu sprechen kommen, oder dass sie allgemein auf eine Trendwende im Markt warten, wie beispielsweise, dass der Bitcoin-Bullrun vorbei ist und dass der Ethereum-Bullrun bzw. der Altcoin-Run startet. Etwas super Interessantes ist noch, dass das Stablecoin-Verhältnis bereits seit 5 Monaten bei unter 10 liegt. Der Verkaufsdruck lässt definitiv nach, da die Käufer höchstwahrscheinlich auf einen besseren bestätigten Einstieg warten. Sehr interessant zu sehen ist, dass das Verhältnis, als wir das letzte Mal bei 58.000 US-Dollar standen, bei 20 lag. Zum jetzigen Zeitpunkt, als wir die 58.000 US-Dollar gekratzt haben, lagen wir gerade einmal bei 10, was auf jeden Fall eine deutlich gesündere Grundlage ist. Wir sehen also, dass nicht nur immer mehr Bitcoins von den Börsen abfließen, sondern auch die Stablecoins bzw. die Investoren sich über die Stablecoins offensichtlich vorbereiten, weiter in den Markt zu investieren. Die meisten Analysten bzw. eigentlich alle, die ich hier gefunden habe, sind relativ unbeeindruckt von den aktuellen Rückgängen. Es war zu erwarten, dass 58.000 US-Dollar hierbei ein relativ starker Widerstand ist und dass wir einige Gewinnmitnahmen sehen werden. So hat sich beispielsweise auch Rack Capital über die aktuelle Situation geäußert, indem er sagte, dieser BTC-Pullback macht mir überhaupt keine Sorgen. Er fügte noch hinzu, dass eine Konsolidierung auf dem aktuellen Preisniveau nicht nur sehr gesund ist, sondern auch ein erforderliches Merkmal für den Bitcoin darstellt, um hierbei seine Unterstützung zu festigen, um in Zukunft in Richtung All-Time-High zu steigen. Ähnlich sieht es beispielsweise auch der beliebte Trader Pantoshi, der hierbei sagte, dass das höhere Tief, was aus dem Pullback resultieren könnte, das letzte von Bitcoin vor dem Angriff auf höhere Niveaus sein könnte. Schaut man auf die Daten von Google Trends, die hier oftmals auch mit als Indikator reingenommen werden, so sieht man, dass diese aktuell auf einem relativ tiefen Stand sind. Die Google Trends und Daten signalisieren einfach die aktuelle Marktstimmung. Wie ist das momentan Interesse am Markt, wie viele Investoren bzw. wie viele Leute suchen tatsächlich nach Bitcoin, um dementsprechend auch so ein bisschen herauszufinden, wie aktiv, wie heiß der Markt momentan ist. Und man sieht ganz klar, dass wir momentan auf einem Niveau sind, wie wir das letzte Mal im Oktober 2020 waren. Auch das zeigt, dass die Marktstimmung aktuell relativ solide ist und nicht zu euphorisch. Das beruhigt mich, denn ich sehe, dass ganz viele andere Investoren genauso wie ich momentan echt bullish auf den Bitcoin zu sprechen sind. Solche Fundamentaldaten holen mich aber dann nochmal wieder etwas runter, denn es macht mir natürlich auch ein bisschen Sorgen, wenn wirklich alle bullish sind. So sagt beispielsweise auch Charles Edwards, der Gründer des Vermögensverwalters Capriole diese Woche, angenehm überrascht von der fehlenden Euphorie, wenn wir uns 60.000 US-Dollar im Bitcoin nähern. Eine Metrik, die mich ebenfalls beruhigt und auch erfreut, ist hierbei das Long-Term-Hodler-Supply. So sieht man, dass die Long-Term-Hodler teilweise natürlich auch ihre Bitcoins abstoßen, die Overall-Marktmetrik allerdings immer noch extrem bullish ist. Ein Indikator, der uns darauf hinweisen könnte, in welche Richtung sich der Bitcoin möglicherweise entwickeln wird, liefert hierbei TechDev. Er hat hierbei einen Chart mit eingeblendet, der auf einen extrem breiten Zeithorizont gefasst ist. So sieht man, dass der Bitcoin im RSI, im relative Stärke-Index-Kanal, auf einen weiten Zeithorizont immer wieder in einem Kanal von oben nach unten bounced. Und bis jetzt bewegen wir uns auf höhere Hochs, sind allerdings definitiv noch nicht an der Grenze. Den Kreis, den er hier eingezeichnet hat, der ist natürlich relativ undefiniert. Für mich sieht es aus zwischen 160 und 240.000 US-Dollar pro Bitcoin. An dieser Stelle kommen wir noch zu einer super interessanten News, die hier Cointelegraph vor einigen Tagen geteilt hat. Hierbei zeigen sie, dass Bitcoin aus einem Chartmuster ausgebrochen ist, welches sich Bullpennern nennt. Ich habe jetzt einfach mal den von ihnen eingezeichneten Chart rausgesucht und es auf den aktuellen Chart projiziert, um zu schauen, wo wir momentan stehen und welches Tief wir wohl maximal erreichen würden. So sieht man hier aktuell, dass wir definitiv nach diesem Chartmuster zumindest noch einige Luft nach unten haben. So könnte der Bitcoin sich tatsächlich nach diesem Chartmuster auf ca. 49.500 US-Dollar runterkommen.
korrigieren. Ich glaube nicht unbedingt, dass der Bitcoin so weit runterbricht. Jedenfalls wird das eine Zone sein, wo ich spätestens nochmal wieder den Bitcoin zusätzlich akkumulieren werde. Das Chartmuster weist auch nicht unbedingt darauf hin, dass wir dieses Pullback sehen werden. Es besteht nur halt eben die Wahrscheinlichkeit bzw. die Möglichkeit. Deshalb verzagt dich, wenn der Bitcoin hier in den kommenden Tagen noch etwas stärker korrigiert. An dieser Stelle möchte ich noch einmal kurz zu sprechen kommen auf die institutionellen Investoren. Denn hierbei fließt momentan wieder echt gutes Geld in den Bitcoin. Ich habe euch bereits in den vergangenen Wochen immer mal wieder auf den Laufenden gehalten, wie hier das Geld verteilt wird, so wie es beispielsweise auch in Cardano oder Solana geflossen ist. Dabei ist das Geld teilweise aus dem Bitcoin rausgeflossen und halt eben in diverse Altcoins geflossen. Tatsächlich sieht man aktuell quasi eine mögliche Herbstrallye, die hier ansteht. Denn seitdem der Kryptomarkt seine Marktkapitalisierung von ca. 2 Billionen US-Dollar wieder einmal erreicht hat, so sieht man auch bei den institutionellen Investoren wieder ein großes Interesse am Bitcoin. Allein in den vergangenen 2 Wochen sind über 500 Milliarden US-Dollar hier in diverse Kryptowährungen geflossen. Davon sind alleine 200 Milliarden in die Leitwährung Bitcoin gewandert, womit sie zum aktuellen Zeitpunkt einen Wert von über 1 Billion US-Dollar widerspiegelt. Somit konnten wir ebenfalls bei der Bitcoin-Dominanz einen Boden sehen und sehen jetzt gerade, dass die Bitcoin-Dominanz wieder zunimmt. Natürlich sind die aktuellen Zuwächse im Bitcoin hierbei eine super Möglichkeit, um einige Gewinne mitzunehmen. Wir hatten quasi ein richtiges Sommerloch im Kryptomarkt, was man übrigens des Öfteren hierbei sieht. Fakt ist auf jeden Fall, dass wir gerade in den letzten Wochen ein stärkeres Interesse sehen. So verzeichnet alleine CoinShares in den letzten 8 Wochen Zuflüsse in Höhe von 638 Millionen US-Dollar. Allein in der vergangenen Woche betrugen die Kapitalzuflüsse ca. 226 Millionen US-Dollar, wobei ein Löwenanteil von 225 Millionen US-Dollar allein in den Bitcoin geflossen ist. Auch Cardano und Solana konnten leichte Zuflüsse genießen, wobei auf der anderen Seite ca. 13 Millionen US-Dollar aus Ethereum geflossen sind. Während unseres Sommerlochs haben wir starke Zuflüsse in Altcoins sowie Cardano, Solana, aber auch Ethereum gesehen. Momentan findet ein wahrer Stimmungswechsel statt. CoinShares führt diesen auf, ich zitiere, die konstruktiven Äußerungen des SEC-Vorsitzenden Gary Genslers zurück, der möglicherweise einen Bitcoin-ETF in den USA zulässt. Immer mehr deutet darauf hin, dass die Bitcoin-ETFs möglicherweise grünes Licht bekommen, womit noch mehr Institutionelle hier in den Markt einsteigen könnten. Das könnte ebenfalls ein Grund dafür sein, warum der Bitcoin momentan so stark zunimmt, denn die Investoren, aber natürlich auch die, die den Bitcoin-ETF hier bereitstellen wollen, müssen etwas Bitcoin akkumulieren, um ihn dementsprechend zurückzulegen. Je teurer der Bitcoin ist, desto teurer ist es natürlich auch für diese Institutionellen, sich den Bitcoin zu kaufen. Allgemein finde ich die aktuellen Abflüsse von Bitcoin tatsächlich echt sehr positiv. Alleine schon aus dem Grund, dass wir nicht so einen starken Hype haben auf den 18. Oktober, wobei hier der erste Bitcoin-ETF entweder angenommen oder abgelehnt wird. Beide Entscheidungen könnten sich natürlich bullisch, aber auch bärisch für den Bitcoin auslösen. Ich denke allerdings, sollte die Stimmung jetzt zu euphorisch auf den 18. Oktober zulaufen und der Bitcoin hier eventuell schon vorher sein neues All-Time-High schreiben, so könnte dann bei negativen News der Bitcoin umso stärker zusammenbrechen. Ich bin auf jeden Fall euphorisch und freue mich darüber, dass der Bitcoin zum jetzigen Zeitpunkt eher langsam und eher gesünder und nachhaltiger wächst, damit wir eben nicht in 2-3 Wochen hier schon einen Blow-Off sehen, das den Bitcoin wieder zusammenbrechen lässt. Schreibt mir super gerne mal eure Meinung zur aktuellen Marktstimmung in die Kommentare. Freut ihr euch über die aktuellen Pullbacks oder verunsichern sie euch? An dieser Stelle möchte ich das Video auch schon beenden. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Sollte dem so sein, lasst mir super gerne Bewertung und einen Kommentar da. Gerne könnt ihr diesen Kanal kostenfrei abonnieren, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Und hiermit beende ich das Video, bedanke mich für den Support und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao Freunde.